wie wird es wohl sein, das Leben zu viert? Eine Frage, die sich die schwangere Barbara Meyer, 35, gerade natürlich stellt. Denn mit dem zweiten Kind wird sich nochmal viele verändern. Auch die Beziehung mit ihrem Mann Clemens Hallmann, 46, die Ehe ist einfach Arbeit, weiß Barbara. Im Video verrät sie, wie sie und Clemens dafür sorgen wollen, nicht nur Mama und Papa zu sein, und wie gut ihr Mann bei romantischen Überraschungen ist. Barbara und Clemens kennen das Geschlecht ihres zweiten Kindes schon. . 2019 hat Barbara Meyer den österreichischen Unternehmer und Investor Clemens Hallmann in Venedig geheiratet. Wunschkind Marie-Therese, 2, kam im Juli 2020 zur Welt. Bald wird die Kleine eine große Schwester sein, denn Barbara verkündete im Mai 2022 bei Instagram, dass sie wieder schwanger ist. Das Geschlecht ihres zweiten Kindes kennen Barbara und Clemens schon, wollen es aber nicht verraten. Selbst meine Eltern wissen es noch nicht, plaudert die werdende Mama im Interview mit dem TV-Magazin Gala aus. Töchterchen Marie-Therese begreift langsam, dass sie bald eine große Schwester ist. Die zweite Schwangerschaft unterscheidet sich ein wenig von der ersten, verrät Barbara, bei der ersten Schwangerschaft hatte ich überhaupt nichts. Dieses Mal ist mir abends ein bisschen komisch. Ansonsten geht es ihr aber bestens und sie freut sich auf den Familienzuwachs. Genau wie Töchterchen Marie-Therese. Die Kleine beginnt gerade zu verstehen, dass sie bald eine große Schwester sein wird. Ich glaube, so langsam begreift sie es. Wir haben noch so eine alte Babyschale gehabt, da kam sie zu mir und hat auf meinen Bauch gezeigt, das ist jetzt ein Baby drin. Ich habe ihr jetzt schon eine Babypuppe geschenkt in der Hoffnung, dass sie sich um sie kümmern kann. Klingt, als sei die ganze Familie perfekt auf den Neuankömmling, der im Herbst erwartet wird, vorbereitet. CSP